Das heutige Flaggschiff-Video findet ihr auf meinem anderen Kabal OpenMind 3000F. Es ist ein weiteres Video zu meiner letzten Amsterdam-Reise. Vergesst nicht, das nach diesem Video auszuchecken. Es kam hier schon sehr lange kein Video mehr, in dem ich einfach nur ein paar Kommentare beantworte. Und gerade habe ich übertrieben Bock drauf. Wir werden versuchen, alle Arten von Kommentaren abzuhandeln. Hater-Kommentare, Kritik und normale Fragen. Korumlu Takin schreibt, verfolgt einfach jahrelang seinen Kanal. Ihr werdet sehen, wie er nach und nach immer mehr verrotten wird, wenn er weiter Drugs nimmt. Ich werde nächstes Jahr 30 und vor 4 Jahren, 2014, habe ich mit diesem Kanal angefangen. Ich blende jetzt hier einfach mal Footage ein, das 4 Jahre alt ist. Findet ihr, ich habe mich in diesen 4 Jahren arg durch Drogen zerstört? Sieht man einen Unterschied? Schaue ich vielleicht sogar mit 29 besser aus als vor 4 Jahren? Viele haben an meinem MDMA-Trip-Video kritisiert, dass ich erst von MDMA spreche und dann später von Teilen oder Ecstasy. Irgendwie ist die Meinung sehr weit verbreitet, dass in Ecstasy-Pillen ja meist gar nicht nur MDMA drin ist, sondern auch jede Menge andere komische Substanzen. Und kristallines MDMA wird dann reines genannt, weil das ja nicht gestreckt sein kann. Praktisch ist es aber so, dass in den meisten Ecstasy-Pillen wirklich nur MDMA als Wirkstoff ist. Natürlich gibt es dann noch andere Stoffe, die mit dabei sind, die dafür sorgen, dass die Pille schön zusammenbleibt und schön bunt ist, aber das sind keine anderen Drogen, die da noch mit dabei sind. Natürlich kann es vorkommen, aber es ist in der heutigen Zeit einfach eher die Ausnahme. MDMA wird, habe ich gestern schon rausgehört, eigentlich meistens auch nicht gestreckt, sondern es ist meistens rein, wenn ihr das bekommt. Ja, ist also das richtig? Die gängigen heutzutage sind die Tabletten, zurzeit sind die Tabletten eigentlich nur mit MDMA als Wirkstoff. Okay. Ja. Aber das Problem, sie sind oft überdosiert. Und teilweise habe ich da wirklich sehr absurde Theorien gelesen, was angeblich noch immer in Ecstasy-Pillen drin ist. Ecstasy mit LSD-Kern oder Ecstasy mit Heroin. Als wäre es für jeden Dealer der Aufwand wert, bei jeder Ecstasy-Pille da so direkt einen Drogencocktail draus zu machen, anstatt einfach nur MDMA in die Ecstasy-Pille reinzuquetschen. Und MDMA-Kristalle können auch gestreckt sein. Timo Bru schreibt unter meinem MDMA-Trip-Video, Alter, hör bitte auf, sowas ins Internet zu stellen. Die armen Jugendlichen, wegen solchen Missgeburten wie dir wird heute jeder 2E abhängig. Schäm dich einfach für deine Dummheit. Und eine Minute später schreibt er nochmal, die Eier gehören diesem Schwanzlutscher abgehackt. Also erstmal habe ich noch nie ein Video über 2E gemacht und ich kenne die Droge auch gar nicht und deswegen kann da wegen mir auch keiner abhängig werden. Ich finde es so komisch, dass er das ausgerechnet unter meinen neuen MDMA-Videos gepostet hat, wo ich ja MDMA eher negativ dargestellt habe. Der Kommentar hier ist richtig nice. Der Tamran schreibt, bei mir in der Schule in NRW gab es diese Drogenaufklärung durch die Polizei. Der zweite Satz einer der beiden Polizisten war darüber, dass wir ihm nichts sagen sollen, weil er jedem Verdacht nachgehen muss. Jugendliche, die Hilfe brauchen oder die andere kennen, die Hilfe brauchen, werden durch sowas komplett abgeschreckt und suchen sich eben deswegen keine Hilfe. Es funktioniert so nicht, wie es zurzeit gehandhabt wird. Dem kann ich natürlich nur zustimmen. Gewitterwolke schreibt, bin ja für Cannabis, aber du bist ja echt ein Trottel, der sich alles reinballert. Oh mein Gott! Muss man bei 1P-LSD die Pappen auch eine Weile auf der Zunge zergehen lassen? Nee, also prinzipiell kannst du es direkt runterschlucken, die ganze Pappe. Guilty Relics fragt unter meiner Phoenix-Review, ob ich noch zufrieden mit dem Phoenix-Vaporizer bin. Ja, bin ich definitiv noch und wenn ihr ein Gerät für circa 100 Euro haben wollt, kann ich euch wirklich am ehesten noch den Phoenix Vaporizer empfehlen. Der hat wirklich die geringste Defekt- und Rücksenderate in diesem Preissegment. Gönnt ihn euch in meinem Shop. Hier haben wir noch eine sehr interessante Frage. Sarah hat eine Schilddrüsenunterfunktion und nimmt dagegen L-Tyroxin 100 Mikrogramm und will wissen, ob das da irgendwie besonders gefährlich ist, wenn man mit einer Schilddrüsenunterfunktion MDMA nimmt, weil es ja heißt, dass man kein MDMA nehmen sollte, wenn man eine Schilddrüsenüberfunktion hat. Wie es der Zufall so will, habe ich auch eine Schilddrüsenunterfunktion.
Ich nehme zurzeit 112 Mikrogramm L-Tyroxin. Das ist natürlich jetzt sehr anekdotisch, aber bei mir verliefen die Trips bis jetzt überwiegend ohne Probleme. Aber es gibt so ein paar Aspekte, wo ich völlig anders reagiere als meine Mitkonsumenten. Zum Beispiel wird mir deutlich schneller kalt und da könnte es natürlich sein, dass das an meiner Schilddrüsenunterfunktion liegt. Du hast nie eine Zahnspange getragen, oder? Doch, ich habe in meiner Jugend sogar über Jahre eine Zahnspange getragen, aber sie wurde dann dennoch zu früh abgesetzt und ich hatte kurzzeitig wirklich komplett gerade Zähne, aber danach haben sie sich wieder verformt, aber ich bekomme tatsächlich nächste Woche eine neue Zahnspange als Erwachsener. Ich hoffe, ich kann dann trotzdem einigermaßen normal hier für diese Videos reden und moderieren. Hier noch ein Kommentar zu meinem MDMA-Trip-Video. Okay, Simon, jetzt mal Hand aufs Herz und bitte ehrlich sein. Was für eine Gesamtdosis MDMA hattest du nach dem Nachlegen im ersten Teil des Videos? Da hast du ja mal ordentlich die Fresse weggebrezelt. Das ist leider echt schwierig zu sagen. Es dürfte ungefähr eine Pille gewesen sein. Die Pille hatte ungefähr 180 Milligramm. Ich habe zuerst so ein bisschen weniger als eine Hälfte genommen und dann habe ich nach und nach immer so kleine Stückchen noch so mir einzeln reingefahren. Die meisten machen es ja so, dass sie zuerst eine halbe Pille nehmen und dann zum Nachlegen nochmal die zweite Hälfte. Aber bei mir bringt es wirklich total viel, wenn ich immer nur so ganz kleine Krümelchen, so vielleicht eine Viertel Pille oder vielleicht sogar noch weniger nachlege. Der Nachteil ist halt dann, dass ich schnell den Überblick verliere, wie viele so Ministückchen ich dann insgesamt schon nachgelegt habe. Bist ein sehr sympathischer Typ, aber ich finde das Wort Junkie ist unter aller Sau. Hast es schon mehrfach in deinen Videos verwendet und es ist ein sehr abwertendes Wort, um suchtkranke Menschen zu beschreiben. Gerade du mit einem Open Mind solltest das Wort Junkie nicht benutzen, finde ich. Ja, das Wort Junkie ist schon irgendwie abwertend für Suchtkranke, weil es heißt ja im Grunde menschlicher Müll, übersetzt sozusagen. Aber wenn ich das sage, meine ich das nicht abwertend. Ich denke, wenn ich das sage, gar nicht daran, dass das eigentlich so von menschlicher Abfall sozusagen kommt, das Wort. Ich finde, das hört sich einfach nur cool an, das Wort. Junkie. Das klingt einfach nice. Viele bezeichnen sich in der heutigen Zeit ja freiwillig als Serien-Junkie und da ist es ja auch nicht irgendwie abwertend gemeint. Drogeninfo schreibt unter einem MDMA-Video von mir, Langzeitschäden sind von Ecstasy um einiges schlimmer als Alkohol. Alkoholiker können über Jahre jeden Tag saufen, bis schwerwiegende Schäden auftreten. Nimmt jemand täglich Ecstasy, ist der nach ein paar Monaten reif für die Psychiatrie. Also prinzipiell muss ich schon dem zustimmen, dass bei Ecstasy sich schneller Nebenwirkungen bemerkbar machen als beim Alkohol, wenn man es täglich konsumiert. Aber meiner Einschätzung nach gibt es wirklich sehr wenige Menschen, die wirklich täglich Ecstasy nehmen. Der typische Druffi-Konsument, der es mit MDMA übertreibt, ist in der Regel jemand, der es jedes Wochenende nimmt. Und ich halte es für naheliegend, dass es eben genau daran liegt, dass bei Ecstasy eben die Nebenwirkungen schneller sich bemerkbar machen als bei Alkohol. Ich denke, wenn man sich nur eine Woche lang jeden Tag einen Teil schmeißt, wird man da schon eindeutig Nebenwirkungen merken. Nach einer Woche hat man bestimmt schon die schlimmsten Hangover, psychotische Züge und eine Pille Ecstasy bringt dann vermutlich schon fast gar nichts mehr. Und weil man kein Serotonin mehr im Körper hat, wird das High einfach nicht mehr befriedigend sein. Ich will damit nicht sagen, dass aus dem Grund MDMA weniger schädlich ist als Alkohol, sondern nur, dass die Langzeitschäden bei täglichem Konsum kein besonders praktischer Richtwert sind. Hier noch ein paar Kommentare von meinem versehentlich Ketamin statt Kokain genommen Video. So ein Unsinn. Entweder Clickbait oder du bist doch dumm. Schon alleine durch die Konsistenz der beiden Drogen hätte dich als Profi sofort wissen lassen müssen, dass du da Koka und Keta verwechselt hast. Also erstes Mal habe ich den gekauften Stoff zu keinem Zeitpunkt angeschaut. Ich habe es ja nicht gekauft, das war mein Kumpel. Zweitens muss ich sagen, selbst wenn ich die Droge angeschaut hätte, hätte ich vermutlich nicht erkannt, dass das kein Kokain ist, weil ich mit Kokain oder Ketamin nicht viel zu tun habe. Ich habe diese Substanz im Real Life so gut wie noch nie gesehen. Oh Junge, die eine Sache ist viermal Werbung schalten, was völlig okay ist. Aber das andere ist, das Video durch unnötige Nachahmungen zu strecken, damit es auf 10 Minuten kommt. Dann aber noch behaupten, es wäre Zufall gewesen und eine Monetarisierung wäre nicht möglich, ist sehr dreist. Erstens, die viermal Werbung aufgrund der 10 Minuten sind auch Zufall und die gelben Striche in der Zeitleiste sind auch keine Monetarisierung, sondern
die Gestaltung deines Videos. Ah ja, erzähl deinen Zuschauern keine Scheiße und steh wenigstens dazu, wenn du schon auf 10 Minuten streckst. Hätte dein Video guten Content und du würdest 5-mal Werbung schalten, würde es doch niemanden interessieren und es wäre völlig okay. Aber du produzierst unnötigen Scheiß und schaltest dann noch durch erstreckte 10 Minuten 4-mal Werbung. An diesem Screenshot kann man bestens erkennen, dass das Monetarisierungs-Icon bei dem Video auf eingeschränkte oder keine Werbeanzeigen gestellt ist. Ja, ich habe 4-mal Werbung geschalten, aber nur weil ich weiß, dass bei dem Monetarisierungs-Icon von den 4-mal maximal 1-mal Werbung geschaltet wird. Das Video hat bei über 300.000 Klicks nur $40 als Werbeeinnahmen eingenommen. Bei so vielen Klicks ist das fast nichts. Von meinen letzten 20 Videos sind ungefähr die Hälfte knapp unter 10 Minuten. Wenn ich so geil darauf bin, Videos auf 10 Minuten zu strecken, warum habe ich es dann bei den Videos nicht gemacht? Ich dachte mir damals schon, als ich mit dem Schneiden fertig war, boah, hey, krass, das Video ist jetzt 10 Minuten, eine Sekunde lang. Es gibt jetzt bestimmt irgendwelche Vollpfosten, die denken, dass ich das irgendwie absichtlich gemacht hätte. Es gibt YouTuber, die machen irgendwie minutenlange Outros, woran man dann sicher erkennen kann, dass es absichtlich auf 10 Minuten gestreckt ist, aber bei dem Video gibt es wirklich nichts, was irgendwie unnötig gestreckt ist. Außer das Kokain. Hoffentlich krepiert ihr früh genug an eurem Drogenkonsum, bevor ihr die Sozialsysteme belasten könnt. Oh Mann, wenn der Nordmann wüsste, der Typ, der in der Story das Ketamin probiert, der ist halt reich. Also der hat wirklich verdammt viel Geld. Ich garantiere euch, dass der monatlich über Steuern mehr in die Sozialsysteme zahlt, als der Nordmann über ein ganzes Jahr verteilt. Der Typ hat uns auch netterweise den kompletten Airbnb-Aufenthalt in Amsterdam gezahlt. Und wenn ihr dieses sehr geile Airbnb-Haus sehen wollt, dann klickt hier, um das neue Video zu schauen, was ich vorher auf OpenMind 3000F veröffentlicht habe. Woo!